lange hast du jetzt auf diesen Moment gewartet? Seit ich eigentlich meine Eltern eigentlich oder Familie vermisst habe. Ja. Ich habe immer gesagt, eines Tages werde ich sie suchen gehen. Wenn bis jetzt kein Erfolg hat, oder, muss ich selber. Und es hat sich aber wirklich so ergeben, dass es jetzt diese Treffen jetzt wirklich stattfindet. Und das ist eigentlich schon ja, seit 32 Jahren. Das ist Wahnsinn, ja. Red ist etwa 8 Jahre alt, als er von den Roten Khmer entführt wird. Er kommt in ein Erziehungslager, wo er das Kämpfen lernen muss. Red wird ein Kindersoldat. Zu diesem Zeitpunkt glaubt er nicht mehr daran, seine Eltern jemals lebend wiederzusehen. Heute ist dieser Tag gekommen. Was bedeutet Heimat für einen Mann, der über 30 Jahre nicht zu Hause war? Davon handelt diese Geschichte. So. Vor unserer Reise treffe ich Red und seine Frau Anita an ihrem Wohnort in Niederhüningen im Kanton Bern. Vor 11 Jahren hat Red die Bauerntochter aus dem Emmental kennen und lieben gelernt. Ja, also für mich ist, also das junge Mädchen hat mir schon irgendwie so. Ja, auf ersten Blick so, sie kommen schon, oh, was ist das für eine Heiden? Blonde? Ja, Blondine. Ja. Und irgendwie schon immer meine vergangene Beziehung, sind immer irgendwie alle Frauen blond gewesen. Ja. Irgendwie, wenn ich so über den Daumen peile. Ja. 2007 heiraten die beiden. Und als wäre die Liebesgeschichte nicht schon perfekt, wird in wenigen Wochen noch ein weiterer Höhepunkt folgen. Was habe ich gesehen? Ein Schnäppi, haben Sie gesehen? Das ist immer noch so? Ja, da ist Hodensäckli. Ja. Das ist das Hodensäckli. Okay. Red spürt immer stärker, was es heisst, bald Vater zu werden. Ja. Und genau in dieser Zeit kommt unerwartet der Anruf aus Kambodscha. Seine Eltern leben. Am Telefon, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe erst Hallo Mutter, habe ich mal erst mal gesagt. Ja. Mehr habe ich nicht rausgebracht, ja. Und das ist schon wahnsinnig, ja. Ich kann euch das ja fast gar nicht so, das ist wirklich alles auf einmal. Der ganze 30 Jahre hat sich aufgestaut auf dieser Moment, oder? Vor 30 Jahren ist Red vor dem Krieg geflüchtet. Monatelang lebt er allein auf der Straße, bis ihn das Rote Kreuz aufgreift. Er ist eines von 107 kambodschanischen Kindern, die nach Deutschland gebracht werden. Red und sein Adoptivbruder Pali finden in Tübingen eine neue Familie. Schnell lernt Red Deutsch, vergisst sein Kambodschanisch und verdrängt den Krieg. Weil er nie mehr hungern will, wird Red Koch. Sein Beruf bringt ihn schließlich in die Schweiz und zu Anita. Seit wir uns kennen, das war immer das Thema, dass er die Familie suchen will und einfach seine Wurzeln finden. Und ich denke schon, es ist sehr, sehr wichtig, dass er das jetzt so wirklich auch macht. Er hat jetzt 10 Jahre immer vor sich hergeschoben und jetzt haben wir dann selber eine Familie. Und da ist es, glaube ich, noch wichtiger. Ich sage mal, ich gehe nicht nach Hause, sondern ich begegne meinen Wurzeln wieder. Das bedeutet für mich,
es kann dann wieder ein Zuhause sein vom Frühjahr. Es wird so Ähnliches sein, aber ich kann dir das nicht sagen. Dezember 2008. Im neuen Jahr wird Red nach Kambodscha fliegen. Allein. Wie die Reise in seine ursprüngliche Heimat die Beziehung verändern könnte, beschäftigt Anita. Wie ist denn dein Bauchgefühl, wenn du jetzt am 4. Januar denkst? Ja, irgendwie freue ich mich mega für ihn. Und auf der anderen Seite, ja, habe ich auch ein bisschen Angst, also um mich, ist blöd gesagt. Aber halt, ich kann noch bügeln und so. Und das irgendwie noch so ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen verdrängen. Man jetzt nicht unbedingt daran denken. Ich muss schnell das Nasentuch holen. Und dann ist er da, der Januar. Am Flughafen wird Red von seinem Freund Com abgeholt. Eieieiei. Und? Fand's? Gutes Neues noch. Und ist der auch ein guter Flug? Ja, sehr gut. Super. Auch Com war eines der 107 Flüchtlingskinder, die 1979 nach Deutschland kamen. Er hat seine Familie bereits vor vielen Jahren wiedergefunden, kennt Kultur und Sprache seines Landes. Er weiß, welche Probleme auf Red zukommen könnten. Sie werden wahrscheinlich immer daran denken, dass Red ein reicher Mann ist, weil er von Europa kommt. Das wird immer gesagt, also wenn du Flugticket bezahlen kannst, dann bist du auch reich, also in der Art und Weise. Und es wird immer Fragen kommen, kannst du mir dort helfen, jenes helfen? Oder sie verschulden sich irgendwo und der Red muss sich eigentlich immer einspringen. Und das muss der entscheiden, ob der das machen will oder nicht. Und ich von meiner Seite habe ihm einen Rat gegeben, dass er genau überlegen soll, was er Unterschied zwischen wichtigen und nicht wichtigen Sachen und um denen auch entsprechend zu helfen. Damit die Familie kein Fest organisiert und sich dafür gar verschuldet, haben Com und Red beschlossen, den Eltern nicht zu sagen, dass ihr Sohn hier ist. Was denkst du, wie du morgen auf deine Eltern reagierst? Mit Spannung und auch mit Furcht, muss ich dazu sagen. Weil ich kenne sie wirklich nicht. Ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr an ihnen, an sie allgemein. Ja. Von Phnom Penh ins Dorf Ratchom Yeng fahren wir über 3 Stunden. Jeder Kilometer bringt neue Erinnerungen. Weißt du, diese grüne Frucht, weißt du, so länglich sieht aus wie. Das ist. Weißt du, wir haben als Junge immer mit dem Stock geworfen, weil sie so runterhängen, oder? Immer, beim Go. Ja, vielleicht Go, ja. Beim Go. Ja, genau. Das ist echt klar. Das da. Ja. Und anderes geht vergessen. Hey, hallo. Schatzi, wie geht's dir? Machst du dir Sorgen oder was? Nee. Ah, 5 Uhr hast du jetzt? Ja, siehst du? Habe ich gar nicht vor lauter viel Eindruck, habe ich dich und unser Nachwuchs ein bisschen vergessen. Das tut mir leid, gell? Aber wie geht's unser Baby? Wie geht's unser Baby? Ja, echt? Echt? Oh, ich vermisse das, ja. Ja. Das kann ich auch kalte Hände sogar. Früh vorhin habe ich geschwitzt wie nochmal, jetzt habe ich ganz eiskalte Hände. Ich
Meine Gott, mein Mann, mein Gott, nein. Da haben doch mich nicht mehr gehen. Meine Gott, mein Mann, nein. Gott, nein, Gott, nein, Gott, nein, du drei, na, du drei, 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 Gott. Đứng đoạn đại trai nó con bò na con ôi con mà bốc ạ bốc ạ để cho con nó đã đuổi tê bốc ạ con chạm tóc khi nằm ạ bảy con con này à hôm nay này con đại hôm nay đi con đang tham hết chưa mẹ chăng ơi con hôm nay là con chết nào hôm nay phôn bông rón à đây à han à đặt tay à rón mai con ni na vi phôn na chín ta phôn ta mẹ tập con anh mau, tập con anh mau khơi hào bốc, tập hơn. Nicht nur die Mutter Hiep und der Vater Rehn sind noch am Leben. Es sind über 30 Familienmitglieder, die Red hier findet. Und immer mehr kommen hinzu. Es ist meine Familie. Er sieht genauso aus wie ich fast, ja. Und mein kleiner Bruder, der sieht auch fast aus wie ich. Und meine Geschwister. Und wie man sieht, ich denke mal, das ist wirklich meine Familie, aber hundertprozentig. Ja. Am Anfang hatten wir keine Hoffnung mehr, dass unsere zwei vermissten Söhne noch leben. Wir konnten sie nicht finden. Wir gingen zu einem Wahrsager und er meinte, ein Sohn wäre noch am Leben. Das freute uns und wir schöpften wieder Hoffnung. Und woran hat sie Red erkannt? Red will erfahren, wie seine Familie lebt. Seine Schwester Navi zeigt ihr Haus und führt den Koch als erstes in die Küche. Also hygienisch ist natürlich nicht gerade, aber ja. Das ist dieser traditionelle Fisch, fermentierte Fisch. Das nennt sich Brahok. Und die tun sie quasi hier so ein gehacktes in Hackfleisch und so, um eine Soße herzustellen. Das ist wirklich ein quasi bei uns wie ein Fleischersatz, Fleischgeschmackersatz. Und das ist wirklich, stinkt erbärmlich, aber so wie bei uns der Käse auch. Aber es schmeckt. Mhm. Mhm. Ja, das ist eben dieses Wasser hier, ist ihr Trinkwasser. Und zusätzlich nehmen sie auch zum Waschen und zum Baden. Und was denkst du da drüber? Ja, übel für mich. Also, dass ich da so, dass man das Wasser trinken kann, das ist jetzt für mich unvorstellbar. Und auch nicht mal, ich würde nicht mal zum Baden nehmen. Nicht mal zu meinen Kleiderwaschen würde ich nehmen, ja. Und das ist halt schon. Die leben hier im Land so und es ist ganze, überall die ganze Familien, die, das ist ihre Wasserstelle oder Wasser aus dem Hahn so ungefähr. Ja. Was wäre, wenn er als Kind nicht entführt worden wäre? Red
erhält endlich die Antwort. Einen Einblick in das Leben, das seines hätte sein können. Das Leben seiner Brüder. Ja, hier ist es. Rien, hör mal. Rien, eh? Warte, warte. Ich muss mal die Quan, ja? 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 Warte. Die Quan, ja? Ich fühle mich erstens sehr wohl und zweitens, ich hätte gern ein bisschen mehr Herzlichkeit, weil diese Respektschwelle, die geben mir viel zu viel. Ja. Ich würde gern mit ihnen lieber rumtollen und irgendwas blödsinnig machen, aber das geht anscheinend nicht. Nein. Red? Ja? Arsches. Ja, ich kann jetzt. Moment, ich muss noch. Die Länge hat noch nicht gestimmt. Ich schneide viel zu lang. Okay. Von Verhalten her bin ich ein Barang, das heißt Europäer oder Franzose. Das gibt es ja so. Und das habe ich ja so am Rande gehört, oder? Er ist ein Europäer. Ja. Die Familie hat für Red nun doch ein großes Fest organisiert und das ganze Dorf dazu eingeladen. Zu der Zeremonie gehört auch das Verteilen von Geschenken und Geld. Diese Rolle versuchte Red eigentlich zu vermeiden, nun hat er keine Wahl. Vor vielen Jahren wurde eine Totenfeier für Red durchgeführt. Diese gilt es nun aufzuheben. Red sind alle Rituale fremd. Er ist auf die Hilfe seines Bruders angewiesen. Nach der Zeremonie wissen die Ahnen, dass Red am Leben ist und nun wieder zur Familie gehört. Ich denke mal, vorher war ich nicht komplett. Ich bin immer auf der Suche. Immer in meinem Gedanken ist ja, okay, es lebt irgendwo noch meine Familie. Und das ist, der Druck ist weg. Und jetzt kann ich mit ganz anderer, auch mit ganz anderer Art mein Leben weiterzumachen. Und zwar stressfrei und friedlicher. Also ich bin wirklich nicht mehr dieser auf der Suche. Sondern ich bin jetzt irgendwo angekommen. Red wird länger in Kambodscha bleiben. Er hat sich viel vorgenommen, möchte einen Brunnen bauen und das Haus seiner Schwester instand setzen. 2 Monate nach unserem Besuch stirbt Ren, der Vater von Red. Fast gleichzeitig erhält in Niederhüningen ein kleiner Junge seinen Namen. Das war vor 5 Jahren. Heute besuche ich die Familie Gerber noch einmal. Die Gerbers sind in der Schweiz geblieben. Die kambodschanische Kultur ist aber ein fester Teil ihres Lebens geworden. Du schon bald klein? Ja. Bren, wo hast du das her, das T-Shirt? Von Kambodscha. Bist du schon viel da gewesen? Nein, nur einmal. Nur einmal? Und wie hat es dir gefallen? Gut. Und der Papa ist schon 2-mal. Papa war schon mehr? 3-mal. 5? Wow! 5-mal, jedes Jahr, seit er dann die Ei wieder gefunden hat. Du nicht. Also jetzt sind wir noch den Rucksack packen. Nimmst du den Rucki?
Morgen kommt es schon mit. Er hat jetzt zum Beispiel drei Grossis. Er hat hier das Grossi, die Oma in Deutschland und die Ei in Kambodscha. Und das checkt er schon. Ich habe ja drei, wieso habe ich denn drei? Und das haben wir auch schon darüber geredet, dass eben da der Papa halt aus einem anderen Land eigentlich kommt und dass die Ei ihn geboren hat, aber bei der Oma ist er aufgewachsen. Das ist schon das Thema. Die Familie ist Mitglied im buddhistischen Khmer-Verein des Kantons Bern. Im Gemeindesaal von Peri wird heute das kambodschanische Neujahrsfest gefeiert. Und auf Rehn wartet jemand ganz Besonderes. Sein Götti Kom. Guck hier rein, der Reis. Guck. Ja? Genau. Und dann tun wir die Blume hier hin, komm. Ja? Und dann hier hin, Blume, komm. Ich habe den Eindruck, Red fühlt sich mittlerweile in der kambodschanischen Kultur ja, genau. und Mentalität sehr viel wohler. Das bringt dann Glück, weißt du? Es hat sich aber auch bestätigt, dass vom Rückkehrer viel erwartet wird. Noch immer unterstützt er seine Familie in Kambodscha finanziell. Man sagt ja, Blut ist dicker als Wasser, oder? Und das ist halt schon so. Man verpflichtet sich zu, auch so ein gewisses Wachen zu helfen. Und da ich ja der Zweitälteste bin, ich bin quasi so ja, fast Familienoberhaupt schon angesehen dort. Und das will ich eigentlich gar nicht. Red hat seine Wurzeln in der Heimat wiedergefunden. Aber für ihn besteht kein Zweifel mehr, wo er zu Hause ist. Wenn ich von Familie rede, dann ist meine Familie, was ich hier bekommen habe, was ich hier, ich habe mir einen kleinen Sohn und das ist meine Familie, wo ich hier sagen kann mit Stolz, meine Familie. Ja.